Moin Leute, willkommen zu einem Video auf Anime Banger. Bevor wir mit dem Video starten, wollte ich noch ganz kurz erklären, warum eine Woche lang kein Video kam. Und zwar lag es daran, dass ich krank bin, vielleicht hört sie es immer noch. Und bei uns wurde auch oben renoviert, das heißt, ich hatte gar keine Chance, ein Video aufzunehmen und meine Stimme war komplett down. Nach dem neuen Jahr leider, das fing schon mal ziemlich beschissen an. Aber jetzt gibt es ganz normal weitere Videos und ich habe eigentlich auf Discord und Twitter angekündigt, dass ich die nächsten Tage kein Video machen konnte, weil ich halt krank war. Das heißt, wenn ihr up to date sein wollt, was bei mir so abgeht privat, wenn ich zum Beispiel mal kein Video aufnehmen kann oder etc., dann folgt mir auf jeden Fall auf Twitter und schaut auf jeden Fall bei meinem Discord-Server vorbei. Da schreibe ich auch immer hin, was bei mir so abgeht. In dem heutigen Video besprechen wir den Shogun Orochi, wie ich den finde, beziehungsweise meine Meinung, wie ich den vom Design finde, wie stark er sein könnte und gegen wen wird er in Zukunft kämpfen. Ich habe noch ein paar Ideen zu diesem Charakter und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Also den Face Reveal vom Shogun haben wir im letzten Kapitel 929 bekommen, auf der vorletzten Seite. Ich muss jetzt dazu sagen, dass er wahrscheinlich eine Hydra-Frucht hat oder eine Art Schlangenfrucht, ich weiß es noch gar nicht. Irgendein dreiköpfiger Drache auf jeden Fall, bis jetzt sind zumindest drei Köpfe. Bin mal auf jeden Fall gespannt, wie er im Endeffekt aussehen wird. Erstmal zu seinem menschlichen Design, sagen wir es mal so. Also Kurosumi Orochi finde ich vom Design ist echt abgrundtief hässlich. Also viele Fans sind davon enttäuscht, ich auch. Ganz ehrlich, Leute, einen Shogun habe ich mir schon krasser vorgestellt vom Aussehen. Also er sollte schon heftig aussehen. Aber er sieht einfach aus wie so ein Art Fail-Character. So. Als ob das so ein Fun-Character wäre. Er ist ein bisschen komisch auf jeden Fall, der Orochi. Ich finde dein Design einfach scheiße, ehrlich gesagt. Er hat so eine komische Krone auf, sein Gesicht ist einfach viel zu groß und er sieht einfach komisch as fuck aus, ganz ehrlich, oder hat hier wirklich einen scheiß Job gemacht. Aber ich könnte mir vorstellen, und das ist meine Idee dazu, dass Oda dies extra macht, um uns ein bisschen zu verwirren. Und zwar, wie komme ich darauf? Also erstmal, es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass Orochi wirklich ein Angsthase bzw. gar nicht so stark ist, wie wir dachten. Oder, dass er quasi so eine Art Fun-Character ist, wie Lysop oder wie Foxy zum Beispiel, so eine Art Fun-Character. Man hat zum Beispiel auch in einem Gespräch mit der CP0, mit dem Shogun gesehen, dass er sich schon ziemlich hinter Kaido versteckt. Das heißt, er wird schon deutlich schwächer sein und ist vielleicht so ein Art Angsthase oder eher so ein Charakter, wo so hinterhältig vielleicht sein könnte, dass er vielleicht an sich nicht stark ist, aber sehr hinterhältig ist, wie zum Beispiel ein Shiryu, als mal als Beispiel, obwohl Shiryu natürlich stark ist, nur mal als Vergleich. Also das heißt, dass Oda mit diesem Charakter so ein bisschen spielt, dass er vielleicht einfach so ein Fun-Charakter ist. Aber meine zweite Möglichkeit, die ich viel, viel besser finde und die, finde ich, bisschen mehr Sinn macht und uns bisschen mehr umhauen könnte, und zwar, als erstes denken wir, was ist das für ein scheiß Shogun, der wird ja übelst schwach sein. Meine Idee dazu ist, dass er ja diese Hydra-Frucht hat, oder halt diese dreiköpfige Drachen, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall diesen Schlangenfrucht, ich weiß es nicht genau, was für eine Frucht er hat. Auf jeden Fall wird es irgendwas mit Drachen zu tun haben, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass er wirklich sich verwandeln kann. Das heißt, dass er mehrere Formen hat, dass er quasi nicht nur ein Gesicht hat, dass er mehrere Gesichter hat. Vielleicht zum Beispiel, was wir bis jetzt gesehen haben, dass er drei Gesichter hat, dass er vielleicht sich quasi eine Form wandeln kann, dass er quasi einmal in dieser Gestalt so aussieht, in dieser Gestalt so als Mensch aussieht, dass er quasi in so eine Art drei Menschen widerspiegelt, dass er quasi einmal ein hässlicher Charakter ist und einmal vielleicht ein ganz normaler und einmal so ein richtiger Badass, könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil das macht für mich schon Sinn, dass Oda uns erst so auf die so ein bisschen verarscht hat, oh, der ist voll hässlich, der ist schwach, und in echt ist er verdammt stark, auch wenn er hässlich vielleicht aussieht, dass er sich quasi eine Form wandeln kann. Oder sein Character Design ist wirklich hässlich, aber er an sich ist verdammt stark oder sieht zum Beispiel in seiner Hydra oder in seiner Drachenform sehr heftig aus und ist da verdammt stark. Das kann man sich natürlich auch gut vorstellen. Aber so von der Baseform könnte er vielleicht sogar so sein oder er kann seine Form verwandeln, je nachdem. Ich glaube aber wahrscheinlich, dass er einfach an sich hässlich ist, aber schon eine gewisse Stärke haben wird. Das Ding ist jetzt natürlich, gegen wen wird denn Shogun Orochi kämpfen? Entweder gegen Sanji oder gegen Zoro. Erstmal, wie komme ich gegen Sanji? Und zwar haben wir zum Beispiel damals einen Kampf gehabt, Sanji gegen Wanze. Das war auch ein hässlicher Charakter und Sanji hat ihm quasi die Visage poliert und dadurch sah er auf einmal besser aus. Das wäre vielleicht so ein kleines Indiz, dass ein Sanji gegen ihn kämpfen wird. Ist ein bisschen weit hergeholt, bisschen zu spekulativ. Ganz ehrlich, weil das Problem ist, gegen wen wird dann Zoro kämpfen? Entweder gegen King oder gegen Shogun Orochi. Die Frage ist natürlich, wer ist jetzt stärker, King oder Orochi? Das ist eine verdammt schwierige Frage. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Oda uns trollt und er an sich scheiße aussieht, aber als verdammt stark ist, dann könnte vielleicht doch Zoro gegen ihn kämpfen. Dann hat er doch was drauf. Laut den Kindern von Wano Kuni hat er ja wahrscheinlich den Zwei-Schwerter-Stil, deswegen wird er vielleicht doch was drauf haben.
ist ein bisschen schwer zu sehen, ehrlich gesagt, man hat zu wenig Informationen zu dem Charakter. Ich bin auf jeden Fall gespannt, aber vom Design ist der abgrundtief hässlich. Ich hoffe, dass er wenigstens in seiner Sornform krass aussieht und stark sein wird. Ich hoffe, dass er stark ist, es wäre cool. Aber ich würde es auch irgendwie feiern, wenn Sanji gegen ihn kämpfen wird. Wäre auch cool an sich, aber ich denke, dass Sanjis Gegner eher Queen sein wird. Deswegen denke ich schon Zoro diesen Typ übernehmen. Auf jeden Fall Orochi, ein sehr eigenartiger Charakter bis jetzt. Und auf jeden Fall ziemlich strange, muss ich sagen. Sehr gewagt von Oda. Aber ich bin mal gespannt, was er in Zukunft noch raushauen wird. Was ist denn eure Meinung? Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Was denkt ihr, wird Shogun Orochi stark sein? Denkt ihr, er kann seine Form wandeln, also quasi auch anders aussehen kann? Oder was denkt ihr? Und denkt ihr, er wird gegen Sanji oder gegen Zoro kämpfen? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Bis jetzt sieht es so aus, als ob Zoro gegen ihn kämpfen wird. Aber es kommt natürlich darauf an, wie stark dieser Typ ist. Ich denke, vielleicht wird er entweder auf bisschen schwächer als King sein oder über King oder er ist der verdammte Schwächling. Das ist halt ein bisschen schwer zu sehen aktuell. Wäre irgendwie witzig, wenn er schwach wäre und dann ein Lissop gegen ihn kämpft und ihn besiegt. Das wäre irgendwie witzig, aber das war jetzt nur so ein Spaßgedanke. Das war eigentlich ein ganz kleines Video, würde ich sagen, für den Anfang, dass ich wieder reinkomme. Und als nächstes Video wird auf jeden Fall ein bisschen größeres was kommen und ein bisschen was cooleres. Aber ich würde einfach mal meine Meinung zum Shogun abgeben und wie ich denke, wie stark er ist etc. Ansonsten gebt dem Video doch ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und in dem Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wie auch immer, ciao, euer Anime-Banger.